Jo Freunde, Zenos hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und wir haben heute Freitag 19 Uhr, das heißt, wir haben das Best-of-Tots-Team rausbekommen. Was ich euch jetzt einblenden werde, ich hoffe, ich vergesse das nicht, Leute. Und beziehungsweise ich hoffe, es gibt überhaupt ein Bild davon, aber ich denke mal schon, dass EA da auf jeden Fall ein Bild gepostet hat. Denn alle besten, ja, Tots aus der jeweiligen Liga sind in dem Team drin. Und dazu haben wir heute eine neue Flashback-Karte bekommen. Wieder eine normale Flashback-Karte und eine Premium-Flashback-Karte. Und das ist der gute Mertens, Leute. Ja, ich habe deine Gold-Karte sehr, 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 sehr lange gespielt. Eine meiner Lieblingskarten in FIFA 20 gewesen. Dementsprechend freue ich mich hier auf diese, diese Rückblick-SBC-Karten, auf die beiden. Und wir werden heute diese beiden Karten besprechen. Ich sage euch, ob sich diese Karten lohnen oder nicht. Und ob ich sie selber abschließen werde und wie man den guten Mertens denn linken könnte, ja. Ich würde sagen, wir fangen erst mit der normalen Karte an, so mit seiner 91er Karte. Denn hier brauchen wir nur ein 84er Rating und hier ein 86er Rating. Heißt, diese SPC wird roundabout 150k kosten, würde ich mal grob schätzen, ja. So genau weiß ich das nicht, weil Footbin die Preise noch nicht aktualisiert hat. Und schauen wir uns mal ganz kurz die Werte an. Und Leute, vergesst nicht zu abonnieren, ich würde mich sehr, sehr darüber freuen und natürlich auch dem Video einen Daumen nach oben zu geben, dass ihr kein Video mehr verpasst. Also, beziehungsweise ist, ja, gehört ja dazu, wenn man abonniert und die Glocke dann aktiviert. So, wir haben hier ein 4-4 Sterne hoch gering, Leute. Das Gute ist halt, angestimmter Schuss, Flair und Austrittsschuss, Leute. Er hat drei sehr, 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 sehr wichtige Traits im Spiel, ja. Und die Werte sind schon bei der 91er Karte delicious, ja. Ausdauer 81 ist okay, das ist halt so die Schwachstelle von ihm. Aber sonst, Leute, lässt er sich super als Stürmer spielen, als Mittelstürmer, als ZOM oder auch mit 86 Flanken kann man ihn durchaus auch über die Außen spielen, ja. 98 Beweglichkeit, 84 Ruhe, Leute. 90 Effet plus angeschnittener Schuss, ja, mit links. Würde wahrscheinlich auch den einen oder anderen Ball reinmachen, obwohl er Rechtsfuß ist, ne. Und ja, an sich eine geile Karte. Für 150k, okay, gibt's einige Spieler, weil der Markt ist ja ziemlich am Boden, deswegen gibt es einige Spieler, die man für 150k kaufen kann. Aber jetzt kommen wir zu seiner Rückblick Premium SBC, ja. Wir hatten ja auch schon den Allen, Leute. Und wer den Allen abgeschlossen hat, der kann, ja, guten Gewissens den guten Mertens abschießen, denn die beiden haben ja, wie gesagt, den grünen Link. Hier müssen wir vier Sachen abgeben. Oh, das wird teuer. Hier haben wir einmal ein 85er Rating. Was kriegen wir für ein Pack dafür? Ein Prime Electrum Spieler Pack. Hier haben wir nochmal ein 85er Rating mit einem TOTS, TOTW oder TOT Moment und mindestens ein Belgien-Spieler. Hier kriegen wir ein Prime-gemischtes Spielerset, ist kein schlechtes Pack. Hier haben wir ein 86er Rating mit einem Serie A-Spieler. Hier bekommen wir ein Premium-Gold-Spieler-Pack, das ist ein 25k Pack, glaube ich. Also 25, 20 und 15, glaube ich, K-Packs. Und hier ein 35k Pack mit einem 88er Rating. Hier brauchen wir auch ein TOTS dabei, ja. Das kann ich hier sehr, sehr schlecht sagen, wie viel der Preis ungefähr kostet. Ich kann mal grob auf, zwischen 300 und 500k würde ich sagen, ja, also wahrscheinlich eher an die 500k ran. Ist ein stolzer Preis für den guten Mertens, aber was bekommen wir denn für eine Karte, Leute, ja? Natürlich wieder hoch gering wie bei der anderen Karte 1,69, das heißt, er ist ein absoluter Metaspieler. Und die Werte sehen heftig aus. Und dazu noch 90 Ausdauer, Leute. Das heißt, er wird safe mindestens die 90 Minuten durchhalten. Vor allen Dingen, weil er auch hoch gering hat, ja. Das heißt, er läuft wenig dahinter. Das heißt, er verbraucht weniger Ausdauer. Und das heißt, dass er wahrscheinlich auch 120 Minuten durchhalten wird, ja. Dementsprechend eine sehr, sehr geile Karte. Ich hätte die Coins zwar, aber ich weiß nicht, ob ich diese Karte abschießen sehe. Ich habe zum Beispiel KDB, also Kevin De Bruyne, Tots, habt ihr ja damals wahrscheinlich gesehen. Wenn nicht, schaut euch das Video definitiv an. Da habe ich den 99er Tots KDB gezogen, habe ich Luck gehabt und er ist auch Belgier. Das heißt, die beiden kann ich sehr, sehr gut verlinken und Mertens kann ich gut im Sturm als ZRAM oder auch über die Außen spielen, ja. Dementsprechend bin ich am Überlegen, ob ich die Karte spielen soll. Wie lange geht sie? 4 Tage die normale und die ist auf ewig, ne? Das heißt, dass wir wahrscheinlich Allen auch noch haben, ne? Oder? Allen Premium, geht die noch? Ja, stimmt, Allen Premium geht noch. Stimmt, die Premium SBC, die laufen nicht ab. Stimmt. Umso besser, Leute, umso besser. Das heißt, man kann diese Karte ercraften und das werde ich wahrscheinlich auch tun. Und jetzt seid ihr gefragt, Leute, macht ihr diese Karte, macht ihr sie nicht?
Und wenn ich den genauen Preis weiß, pinne ich euch auf jeden Fall den Preis in den Kommentaren an. Und dann könnt ihr euch selber noch mal ein eigenes Bild von ihm machen, ob der Preis denn doch zu teuer ist oder nicht. Aber wie gesagt, dieser SBC läuft nicht ab und diese kann man gut ercraften. Ich bin raus, Leute. Wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich würde mich um einen Daumen nach oben und ein Abo sehr, sehr freuen. Haut rein, Leute. Bis dann und ciao.